Haro, wie bist du eigentlich ans Schreiben in Mundart gekommen? Ja, das ist eine ganz ulkige Geschichte. Ich bin ja in Moselfränkisch groß geworden, das heißt, ich habe also bis ich in die Schule gekommen bin, nur platt geschwätzt und habe natürlich dann hier auf der Heer Schule, ich war in Völtingen bei der Rheinfranken, da haben sie sowieso schon nicht viel Moselfränkisch geschwätzt, haben mein Spruch verdrängt, einfach. Das war so, dass ich mir nicht mehr bewusst war, was das für mich bedeutet. Und habe 10 Jahre in Völlingen im Exil gelebt noch. Und dann habe ich, wie man in Salü gewarnt hat, erfolgt habe ich 86, wo ich in Iwehern, in meiner Stadt, wo ich geboren bin, in meinem Dorf, hat der Jean-Louis Kiefer und der Werner Treibhaus eine Lesung auf Blatt im alten Kino. Und da bin ich hin, zufällig, und habe mir das angehört und habe den Jean-Louis gehört, leck mich, der schwätzt genau wie ich. Und der erzählt Sachen in so locker leicht, was ihm auf der Seele liegt, was ihm im Herz liegt. Und da habe ich angefangen und habe mal versucht, selber zu schreiben. Und dann ist man. In derselben Zeit ist mal ein Buch vom Alfred Gulden in die Finger gefallen, Palaver. So ganz lustige Vierzeiler, wo Fehzeichen miteinander schwätzt. Da habe ich mich weggelacht und habe dann angefangen, da mache ich auch, fing an zu schreiben. Habe mich am Anfang auch am Gulden seiner Rechtschreibung orientiert. Und wie der David will, ich hatte ein Jahr später beim Saarländischen Mundartwettbewerb mitgemacht, habe ein neues gedenkt und kam irgendwann ein Anruf, ich hatte den ersten Preis gemacht, ging mit Flim. Und dann, jo, da habe ich den Jean-Louis kennengelernt, der hat doch gerade drittmal gewonnen. Und dann hat er auch so ein bisschen erzählt. Ein Jahr später, wo Thema Ich han dich gern, habe ich nochmal was hingeschrieben und Bob wieder den ersten Preis gewonnen. Und dann habe ich eine Zeit lang Texte geschrieben, aber habe nicht daran gedacht, sie zu veröffentlichen. Hat, ich glaube, das war 88, einen ersten Kalender gemacht mit den Texten, noch so von Hand so einen Fotokalender geholt, die Texte kopiert, drin geklebt und haben sie in der Familie verteilt. Und dann sind wir, irgendwann bin ich auf den Verein Gau und Gries gestoßen und bin dann ingedreht, haben dann auch gleich vom ersten Parab, ne, im ersten Parablis nichts, aber nachher in allen Parablis Texte drin gehabt. Han mein Buch Bunt und Rot Leben irgendwann rausgebrungen und han von 2000 an jedes Jahr einen Saluja Kalender geschrieben. Immer 12 Texte zu ganz unterschiedlichen Themen, waren, wie gesagt, Limericks waren dabei, Fehlgeschwätz war dabei, es waren unterschiedliche Gedichte. 2 Kalender hatte ich mit Übersetzungen von Prell-Texten gemacht. Und jo, dann das ging bis 2019, ist die Mama gestorben und dann wurde ich irgendwie ausgesetzt und dann habe ich nicht mehr angefangen. Wie betrachtest du Mundart in der Position heutzutage im Leben? Ich habe, als ich anfing zu schreiben, gemerkt, dass viele Sachen, die so gefühlsmäßig in mir drin sind, sich viel einfacher sagen lassen und auch schreiben lassen in Mundart. Da ist mir dann erstmal klar gehen, das ist eigentlich meine Mamasprache, habe ich immer gesagt. Ist also die Muttersprache, in der ich groß bin und wo sich auch Gefühlsregungen viel, viel besser ausdrücken können als im Hochdeutschen. Das war, ja, wenn man so will, war das Hochdeutsche meine erste Fremdsprache, die ich gelernt habe. Habe dann nachher am Gymnasium natürlich auch noch Französisch gelernt. Kann auch diese beiden Sprachen. Und es ist aber so, dass die Mundart immer das war, was die Sprache meines Herzens ist, die Sprache meiner Seele. Aber du bist ja sehr, sehr frankophil, wenn man das mal so Das ist richtig, vorsichtig ja. sagen kann. Was bedeutet dir Frankreich? Ich bin ja in dem Verein Gau und Gries, das ist ja ein grenzüberschreitender Verein und es ist das phänomenale Erstaunliche, noch als die Jeanne Müller noch gelebt hat, dass man so wechselt, die hin und her springen zwischen Deutsch, Platt und Französisch. Ich habe die Jeanne mal gefragt, Jeanne, machst du? Nee, da hat sie gesagt, wie man gerade in den Kopf kommt, so schwätzt nicht. Und so ging es mir dann auch irgendwann. Ne? Das,
wenn ich zum Beispiel Französisch rede, dass ich manchmal erstaunt bin, dass ich Sachen sage, die ich gar nicht auf Deutsch wüsste. Ich habe einer Frau was Sachen dabei gesagt, übersetzt mal auf Deutsch, fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Und dann ist halt, bin ich halt mittlerweile, wie nennt man das in Frankreich, immer so schöne Titel, bin ich der Secrétaire Adjoint, also der stellvertretende Schriftführer, und bin dann zuständig für die Kommunikation der drei Sprachen. Also wenn der Jean-Louis seinen muselfränkischen Kalender macht mit den Blattausdrücken, dann hat er die französischen Bedeutungen, ich übersetze sie dann auf Deutsch. Und es ist so, dass ja, die Grenze war von Kind an für mich ja nicht da. Und ich habe die immer als etwas Lästiges empfunden. Es war so, dass wenn man sich das mal so bewusst macht, dass man ja 30 Jahre vorher hätte man noch auf seinen Cousin schießen müssen, da wäre er auf einmal der Feind gewesen, nur weil der auf der anderen Seite da wohne. Das konnte ich nie richtig verstehen. War natürlich dann, als Europa kam, hellauf begeistert, dass das alles wegfiel, dass man nur ein Geldbeutel in der Tasche stecken hat als zwei. Aber es war so, dass Frankreich für mich auch immer das Reiseziel war. Ich bin ganz selten woanders, zwei, dreimal in Italien, aber sonst nirgends, weil eben es für mich auch wichtig war, dass ich da, wo ich bin, auch die Leute verstehe und die Sprache spreche. Du hast ja als Mundartschriftsteller, kann man richtig sagen, Karriere gemacht. Ich habe also in Leidingen sogar auf einer Tafel ein Gedicht von dir gesehen, das dort also quasi auf der Grenze steht. Ne? Ja, ja, ja. Wie kam das? Das war das Bildchen, ist das, so heißt diese Station. Und zwar hat mich der Adrien, das ist unser Sekretär im Verein, der wohnt in Heiningen, der Boussainville, der hat mir irgendwann einen Text zugemailt, ob ich das übersetzen könnte. Und da ging es um so ein, ich habe selbst witzigerweise noch nie gesehen, nur kenn's nur vom Foto, dass das so ein Altar war, der da mitten im Wald stand. Und da ging es um die Geschichte, die hat dann auch über das Archiv in Saint-Louis, hat man da einiges dazu geschrieben. Ich habe dann eben die Information auf Deutsch übersetzt und habe dann vielmehr dann noch so, ist ja immer gern, wenn so ein Thema kommt, dass ich dann anfange, oben im Kopf zu arbeiten, und dann fiel mir halt noch ein Text dazu ein, zu dem Bildchen, ne? Dass das so ein kleiner Altar war. Ich habe es dann verglichen mit von Leichnam, pompös, wo die Altar, und hier stand so versteckt, morsch und verloren, stand so ein kleines Altärchen drin. Da ist die Geschichte natürlich auch interessant, wenn man sich vorstellt, wie das so entstanden ist im Lauf der vielen, vielen Jahre. Und ja, gut, Karriere. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, die Mundart dann so zu vermarkten, dass ich da was mache. Das Buch ist irgendwann entstanden, weil ich ganz viele Texte hatte und gedacht habe, Mensch, wir haben an der Zeit, haben mich auch Freunde und Verwandte gesagt, gib die doch mal raus. Und durch die Kalender natürlich hatte ich ja jedes Jahr schon mal 12 Texte drin, das waren ja auch schon über 200. Dann im Parapli natürlich von der Ausgabe 2 an, mittlerweile kommen wir auf die 42, auch in jedem Parapli mindestens ein, zwei Texte drin, und es hat sich dann einfach so ergeben.